Der lang ersehnte Heimsieg ist endlich da. Am Wochenende konnte der VfL mit einem hart erkämpften, aber letztlich doch verdienten 1:0 gegen den FC Erzgebirge Aue die schwache Heimbilanz ein bisschen aufbessern. Und auch Richard Sogutapasu musste lange auf sein Tor warten. Zuletzt traf unsere Nummer 9 gegen den 1. FC Köln und damit beim letzten Heimsieg. 5 Monate ohne Tor, das zerrt natürlich an einem Angreifer. Natürlich, ein Stürmer wird immer wieder Tore schießen. Genauso ist es auch bei mir und man ärgert sich auch immer wieder, wenn man keine Tore macht, aber nichtsdestotrotz ist es bei mir so, dass ich immer wieder arbeite, an mir selber arbeite und auch egal wie oft ich halt falle, ich werde immer einmal mehr aufstehen und immer wieder versuchen weiterzuarbeiten, bis ich halt auch an mein Ziel ankomme. Mit dem Erfolg gegen den FC Erzgebirge konnte man das Polster auf die Abstiegsränge ein wenig vergrößern. Gerettet ist der VfL allerdings noch nicht, das ist allen Beteiligten klar. Am Wochenende geht die Reise auf den Betzenberg, da wartet am Sonntag der 1. FC Kaiserslautern auf die Schützlinge von Peter Neururer, ein Team, das man eigentlich klar zum Kreis der ganz großen Aufstiegsfavoriten zählen musste. Die Roten Teufel stecken aber in einer kleinen Ergebniskrise. 6 Punkte Rückstand hat das Team von Kostas Runjajc auf den Relegationsrang 3 und ist damit ja fast schon zum Siegen verdammt. In den Augen von Neururer liegt der Druck klar beim FCK. Und das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Keineswegs brauchen wir uns zu verstecken. Und egal vor welcher Mannschaft. Und ich denke mal, wenn wir das abrufen, was wir auch können und auch am Wochenende gezeigt haben, dann wird das schon gut spielen. Die Gesperrten sind zurück. Marcel Maltritz und Juske Tasaka haben ihre Gelbsperren abgesessen. Adnan Zahirovic seine Sperre nach Ampelkarte. In Ingolstadt Kapitän Andreas Lute ist nach seiner Prellung im Gesicht wieder einsatzbereit und wird beim Spiel in der Pfalz zwischen den Pfosten stehen. Nicht zu vergessen, die Pfalz ist natürlich auch irgendwie die sportliche Heimat von Richard Sogutapasu. Der Stürmer ist derzeit eine Leihgabe aus Kaiserslautern. Wie es nach der Saison weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Umso klarer ist dafür eines. Ich bin ein Spieler von VfL Bochum und das, so werde ich auch auftreten. Von daher gehen meine ganzen Gedanken und mein ganzes Gefühl natürlich hier beim VfL Bochum und werde alles daran setzen, halt, um die Mannschaft auch zu helfen.